Um das allgemeine Tierwohl in der Lebensmittelindustrie zu verbessern, hat Frau Klöckler nun beschlossen, dass Nutztiere wie Rinder oder Schweine nicht mehr als Tiere, sondern als autonome, mobile Fleischtheken gelten. Somit würde auch die Tierquälereirate um 100% gesenkt werden, weil es sind ja keine Tiere mehr. Klöckner, wichtig mit großem K, ist unsere Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft. Und dabei ist sie außerdem eine Ministerin der Freiwilligkeit und der unbeabsichtigten Transparenz. Was wir dann meinen, zeigen wir euch gerne anhand dieses Beispieles. Zucker, dem Todfeind der Menschheit. Es ist zu viel Zucker in zu vielen Dingen, zu viel drinne, obwohl es da gar nichts zu suchen hat. Und führt dadurch in unserer Gesellschaft vermehrt zu Komatod und Mundgeruch. Großbritannien hat deswegen eine Zuckersteuer, aber es gibt auch noch Ideen wie ein Werbeverbot oder dass es ganz dick vorne auf der Verpackung draufstehen muss. Wow, früher habe ich gar nicht gewusst, dass ein Salatkopf zu 50% aus Industriezucker besteht. Damit kannst du deinen Kaffee süßen. Wie? Kannst du mir erklären, wie? Die liebe Julia, die hat aber einen besseren Plan, ja? Die will die Firmen einfach bitten, weniger Zucker in ihre Produkte reinzumachen. Ganz freiwillig, ne? Wir wissen ja alle, Aktiengesellschaften haben einen besonders guten, lieben, netten Willen. Und um zu zeigen, wie gut das funktioniert, hat ihr Ministerium ein Video veröffentlicht mit ihr und dem Chef von Nestlé, in dem sie stolz verkünden, dass sie ab sofort 10% weniger Zucker reinklatschen in alles. Boom! Fettleibigkeit reduziert auf 0. Politik 10 von 10. Would do it again. Okay, das Ganze gab natürlich einen Shitstorm. Dass Influencer Abmahnung für Schleichwerbung bekommen, weil sie ein selbst gekauftes Adidas-Shirt in einem Video getragen haben, aber sie Werbung für Nestlé macht. Zugegeben, die Gesetzeslage für Influencer ist ein bisschen schwammig, aber hier geht es ja vor allem um Transparenz. Und betrachtet man es aus dieser Sicht, welcher Minister macht freiwillig ein Video mit Nestlé? Es ist ein bisschen so, als würde Trump ein Video mit dem Oberhaupt des KKK machen. Amerika ist ein Land der Freiheit und ich glaube, dass wir Rassismus bekämpfen können ohne zwingende Gesetze. Deswegen möchte ich hier stolz mit dem Chef des KKKs verkünden, dass sie sich bereit geklärt haben, rassistische Gewalttaten in diesem Jahr um 10% zu reduzieren und um weitere 5% im nächsten Jahr. Okay, sorry KKK, dass wir euch mit Nestlé verglichen haben, aber bei Satire muss man halt manchmal ein bisschen über die Stränge schlagen. Natürlich muss man sagen, bei Zucker gilt das Prinzip der Selbstbestimmung. Wenn du eine Schokoriegel kaufst, kannst du dich im Nachhinein nicht beschweren, dass da Zucker drin war. Bescheuert wird's denn bei so Spargelcreme-Fertigtüten-Scheiß-Suppen oder so. Okay, also erstmal, wer so eine Gewürzmixe benutzt, der sollte sein Leben überdenken. Suppe ist heißes Wasser mit Zutaten drin und cremig bedeutet, dass du es am Ende einfach nur pürierst. Diese Scheiß-Tüten sind buchstäblich komplizierter, weil du lesen musst, wie du sie zubereitest, anstatt einfach alles ins heiße Wasser zu schmeißen. Also lernt Suppe zu kochen, das ist nicht so schwer. Fakt ist, sowas braucht keinen Zucker. Viele Produkte brauchen keinen Zucker, aber sie machen es trotzdem rein, weil es besser schmeckt. Aber hey, was ist das? Die Verbraucherzentrale Hamburg hat mal geschaut, wie viel Zucker in den alten und neuen Nestlé-Packungen so drin ist. Von 24 getesteten Produkten hatten tatsächlich nur 10% weniger Zucker. Die besagte Spargelcremesuppe hatte sogar 200% mehr. Und da Nestlé nicht erklärt, wie ihre 10% zustande kommen und es sich hier um Nestlé handelt, würde ich glatt behaupten, Nestlé tötet Babys. Da diese ganze Sache nun ziemlich hart nach Lobbyismus stinkt, haben die Grünen mal angefragt, mit wem sich die Julia denn eigentlich so getroffen hat. Stand 2019 vermehrt große Firmen für schnucklige Zweiergespräche und vergleichsweise wenig Bände mit ökologischem Scheiß im Kopf. Ah, und Nachhaltigkeit. Und dass die Menschen gut gehen. Und das zeigt sehr ungewollt, transparent und deutlich, für wen die liebe Julia Politik macht. Und das wird noch deutlicher beim Thema Schweine. In vielen Betrieben werden Schweine in so engen Kästen gehalten, die so eng sind, dass sie sich nicht mal hinlegen können. Ganz schön eng. Stillende Schweine werden in so komischen Käfigen gehalten, dass sie zwar die Ferkel stillen können, aber nicht wirklich mit ihnen interagieren können. Und das ist wirklich mega traurig anzusehen. Das ist nichts für... harte Männer, wollte ich gerade sagen. Nein, selbst für harte Männer ist es zu hart. Da denkt man sich da doch, vielleicht haben die Veganer doch... Nein, doch! Die Veganer dürfen nicht... Doch! Julia, bitte! Auf jeden Fall haben so Richter gesagt, nein, so geht das aber nicht, ihr kleinen Scheiße. Schweine müssen stehen und sich hinlegen können und dabei die Beine ausstrecken können, ohne dass ein bauliches Objekt dies versperrt.
reden. Und wisst ihr, wann das entschieden wurde? 1992. Mein Geburtsjahr. Meine gesamte Lebenszeit ist dieser Praxis illegal. Und übrigens, 2015 und 2016 wurde dieses Urteil nochmal bestätigt. Dann Richter nochmal gesagt, ne, so geht das nicht, Bitches. Und jetzt 28 Jahre später, nachdem es 28 Jahre lang weiter praktiziert wurde, obwohl es illegal ist und das irgendwie so ein paar merkwürdige Rechtsfragen aufwirft, kommt Klöckner mit der absolut genialsten Idee überhaupt. Das ist Trump-Style. Das klingt wie so ein Dance. Ja, es ist wie Trump-Style von wegen, wir haben weniger Infizierte, wenn wir aufhören zu messen. Ja. Das war tatsächlich eine Idee von Trump. Wir machen's einfach legal. Mindblower Furz. Ich meine, habt ihr mal drüber nachgedacht? Wenn nichts illegal ist, dann gibt's auch keine Kriminalität. Oder Tierquälerei. Wir streichen einfach das mit dem Bein ausstrecken und erlauben Kastenbestände weitere 17 Jahre. Das heißt, dieser richterliche Beschluss wäre 45 Jahre lang ignoriert worden. Kommunistinnen und Bauern setzten sich dann einfach über die Justiz weg. Wow. Very Demokratie. Muy Rechtsstaat. Geil. Das Ding musste allerdings durch den Bundesrat. Und da waren die Grünen dann so, nein. Und dann kam auch noch der Ethikrat. What the fuck, Julia? So reden die übrigens. Die ganze Zeit, weil die einfach nur völlig entsetzt sind über alles, was passiert. Nach vielen gescheiterten Abstimmungen kam es dann zum Kompromiss, den Grünen als Sieg feiern, was ihnen viele übel nehmen, weil... Es ist ein scheiß Kompromiss. Nee, wer urteilt selber. Kastenbestand ist weitere 8 Jahre erlaubt. Dabei darf jetzt aber kein bauliches Hindernis das Bein ausstrecken verhindern. Wisst ihr aber, was kein bauliches Hindernis ist? Ein anderes Schwein. Wenn man die Schweine halt dicht an dicht drückt, blockieren die sich halt gegenseitig. Hol ich mir einen runter oder klatsche ich? Wer weiß das schon? Das sind die Veganer, die sich gerade feiern, weil sie gewinnen. Jo, ja. Die Veganer gewinnen. Du willst doch auch Bratwurst. Du hängst doch mit den CSU-Leuten ab. Die lieben doch Bratwurst. Vegane Bratwurst schmeckt nicht, das wissen wir alle. Und das Abferkeln ist weitere 17 Jahre erlaubt. Also, dass die Mütterschweine dann halt so festgekettet werden. Ne? Die Bauern, die brauchen ja Zeit zum Umbauen. Das ist prinzipiell richtig, aber 17 Jahre? Der Azubi, der das dann macht, der kann jetzt noch nicht mal sprechen. Ich meine, allgemein kam dieses Jahr auf, dass unsere Fleischindustrie massive Probleme hat. Alle haben irgendwie damit gerechnet, dass Tiere nicht so gut behandelt werden. Was hat sich herausgestellt? Die Menschen werden genauso beschissen behandelt. Das sind dann irgendwelche Werkarbeitstricksereien, damit man halt billig Lohnarbeiter aus Osteuropa herholen kann, die dann unter schrecklichen Bedingungen in irgendwelchen Quartieren hausen, die ihnen auch noch vom Lohn abgezogen werden. Den geht's schlimmer als den Praktikanten in den Säureminen, weil die sterben wenigstens. Das ist besser. Die haben jetzt dieses Werksarbeitsprinzip halt verboten, aber Turnix hat einfach schwuppsdiwupps eine Tochterfirma gegründet, um die Leute anzustellen, die in einer anderen Firma arbeiten. Das riecht schon irgendwie nach Betrug. Also ich glaube irgendwie, da muss was in der Fleischindustrie passieren. Es kann nicht sein, dass Mensch und Tier gnadenlos ausgebeutet werden, damit sich so ein Tönnies ein Milliardenvermögen aufbauen kann. Ich find's halt auch als Verbraucher da schwer durchzublicken, weil halt viele Siegel nicht das bedeuten, was sie tun, was sie bedeuten sollen. Fast so, als wäre es die einzige Möglichkeit, vegan zu werden. Also, bitte, Julia, mach was! Lass die Veganer nicht gewinnen! Ach. Ich will meine Bratwurst! Um 3 Uhr morgens? Ja! Worin Julia allerdings sehr bemüht ist, ist bemüht zu wirken. Wenn du als Bundesministerin nur rumsitzt, weil du alles auf Freiwilligkeit setzt, wirft das ja ein schlechtes Licht auf dich. Also... Instagram! Ihr Team ist da mega aktiv und postet massig, aber ein bisschen stranges Zeug. Diese supi toll ausgeschnittenen Buntstifte zum Schulanfang zum Beispiel. Oder dieses wundervolle Danke-Bild. Danke, Bundeswehr oder so. Oder sowas wie hier. 8000 Euro für eine Hilfsorganisation. Und ein Sack Kartoffeln. Ich meine, das ist eine coole Sache, dass sie das bekommen, aber... 8000 Euro klingt nicht nach einer Summe, wofür die Bundesministerin extra vorbeikommen sollte. Und da ja auch Ernährung, Gesundheit und auch sowas wie Lebensmittelverschwendung in ihren Bereich fallen, postet sie auch fleißig über sowas wie Nutrition Score oder irgendwelche saisonalen Gemüsedinger, die man... Erntezeiten. Ja, genau. Julia, du bist keine Veggie-Feelgood-Influencerin. Du bist Bundesministerin. Du musst Politik machen und kein Social Media. Für cringy Veggie Facts ist Philipp Steuer noch da. Das ist so das Musterbeispiel für, ich tue so, als würde ich was machen, aber eigentlich mache ich nichts. Und was da auch perfekt reinpasst, ist die App Beste Reste. Die App haben wir auch irgendwo schon mal angeschnitten. Hier wurde buchstäblich Geld aus dem Fenster geschmissen, um den Staatsbürger zu beleidigen. In seiner Intelligenz. Das Grundprinzip ist eigentlich ganz nett. Du kannst in der App angeben, was du noch so an Sachen zu Hause hast und dann spuckt es dir tolle Rezepte aus, die du mit den Sachen noch machen kannst. So, Reste verbrauchen und so, ne? Die Idee ist sogar so gut, dass sie bereits mehrfach besser existiert. Mein Gott verdammt, es gibt echt viele Rezeptseiten da draußen. Wenn ich dir jetzt zum Beispiel Bohnen auswähle, man kann nämlich nicht selbst schreiben, werden mir ganze 6 Rezepte angezeigt. Und dabei weiß ich nicht, sind jetzt Kidneybohnen, grüne Bohnen, Prinzessbohnen gemeint? Weil abwechselnd Gramm- und Dosenzahlen genannt werden.
Wenn ich jetzt bei Chefkoch Bohnen eingebe, finde ich ganze 6000 Rezepte. Dann kann ich noch vegan dazu schreiben und habe immer noch mehr Rezepte zur Auswahl als in dieser kompletten App. Da gibt es nämlich gerade mal 661 Rezepte. Und manche davon sind einfach nur Bananenmilch. Ist eine Banane? Milch ist eine Bananenmilch. Wow. Aber Gott sei Dank gibt es noch die Sparte Kochpaten. Woher sollen wir denn sonst wissen, dass dieses eine Rezept von Daniel Brühl himself ist? Aber am besten ist noch ihre Sparte Goldene Regeln, wo sie 10 tolle Regeln auflisten, als würden sie dem zurückgebliebenen Zweitklässler das Einkaufen erklären. Schreibt eine Einkaufsliste. Und wenn ihr Sachen in den Kühlschrank packt, dann halten die länger. Und wenn man Reste isst, dann schmeißt man weniger weg. Oh mein Gott, ein Glück hat der Staat mir diese App gegeben, damit ich endlich weiß, wie ich richtig einkaufe. Wir wissen nicht genau, was diese App gekostet hat, aber wenn der Staat sowas macht, dann würde ich da schon mit Millionen rechnen. Dazu kommt ja noch Werbebudget und Dani Brühl hat das bestimmt umsonst gemacht. Und wofür das Ganze? Damit Julia Klöckner so tun kann, als würde sie was machen. Neben Lobbyismus natürlich. Ja, das war Julia Klöckner in ihrem aktuellen Ministerposten. Ich glaube, offensichtlicher kann man eigentlich gar nicht zeigen, dass man nur im Interesse großer Firmen handelt, nicht wahr? Oder kennt ihr vielleicht jemanden, bei dem es noch offensichtlicher ist? Ha? Dieser Aluhut macht keinen Sinn. Ich weiß. Aber er liegt hier. Es ist alles eine Verschwörung, Ricardo. Diese ganze Bundesregierung. Die schlechte Politik bilden wir uns nur ein, ne? Auf jeden Fall ist es alles ziemlich schade, weil ihr Amt hat wichtige Fragen zu... Hurra! Denn ihr Amt hat wichtige Fragen zu klären. Wie sieht die Ernährung der Zukunft aus, dass alles ethisch und nachhaltig und ökologisch und gesund ist? Aber unter Julia wird da wahrscheinlich erstmal nichts Gutes passieren. Ach ja, und esst kein Schwein, Kinder. Nein, nein, nein. Achso, und Maggi ist übrigens auch von Nestlé, wo wir schon bei Suppentüten waren. Guck mal hinten drauf, Maggi, was alles von Nestlé ist. Ich glaube, Vitell oder so, dieses Wasser, was... Trinkt Leitungswasser. Ja, trinkt Leitungswasser. Ist Deutschland. Und guckt weitere Videos. Aber warte mal, da sind doch Hormone drin in dem Leitungswasser.